Okay, Leute, ich habe mich jetzt entschieden, ich werde 3 Packungen von Polypalette mit einer Packung hiervon mischen, beziehungsweise das, was ich eben benutzt habe. Mix mir das jetzt in meiner Bowl zusammen. Dann werde ich auf jeden Fall anfangen, das Ganze aufzutragen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös, aber wir kriegen das hin. Es wird alles gut gehen. Meine Haare werden unfassbar toll aussehen. Wir schaffen das. Ich ziehe jetzt meine Arbeitshandschuhe an, weil ich mit denen einfach am besten arbeiten kann, nicht man das auch raushört. Boah, ich habe wirklich, mein Herz rast. Boah, wenn ich das jetzt drauf mache, ist es vorbei, ne? Es gibt kein Zurück mehr. Ich trage die Farbe jetzt erstmal von unten auf. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Ja. Ich mache erstmal ein bisschen, habe ich gesagt, ne? Das ist ekelhaft, diese Farbe. Weiß ich jetzt nicht, ob das die schlauste Idee war. Boah, ich habe mein ganzes Waschbecken auseinandergenommen. Das war, glaube ich, nicht die schlauste Idee, das so zu machen. Boah, das ist halt maximal viel Farbe, was ich hier habe. Aber du kannst so viel Farbe haben, wie du willst, wenn du das Scheiße aufträgst, bist du am Arsch. Ich glaube, meine Haare haben einfach schon die Farbe, die ich haben möchte. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze nur bis 15 nach drauf lassen soll. Ich werde das wirklich Viertel für Viertel machen, weil ich pack das sonst nicht. Ich werde das gleich auswaschen mit den Handschuhen. Boah, ich glaube, selbst 15 nach ist zu lang, ja. Ich habe die Farbe gerade mal 3 Minuten drauf. Ey, ich bin so ein Panikgirl geworden, das ist schlimm. Boah, ich habe mein ganzes Waschbecken komplett eingesaut. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie so viel Respekt davor, meine Haare zu föhnen wie jetzt gerade. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Aber es wird gut. Ich habe mich jetzt gerade schon mal abgeschminkt, weil mir alles an Farbe überall geklebt hat. Ich hoffe auch, dass ich hinten nicht mehr irgendwo noch Farbe kleben habe. Aber nee, sieht nicht so aus. Ich habe auch noch nicht so frühzeitig meine Haare geföhnt. Deswegen, ich werde jetzt meine Haare föhnen und ich werde meine Live-Reaktion filmen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Ich bin einfach schockiert, Leute. Das ist heftig. Einfach fast ein perfekter Job. Ich sehe in manchen Lichtverhältnissen, dass hier zwischen immer noch ein paar Haare sind, die nicht ganz so sind, wie ich es gerne hätte. Aber an sich, im Großen und Ganzen, Leute, seht ihr das? Wow. Ja, ihr seht das in der Kamera auch hier so. Ein Part ist noch nicht so perfekt, perfekt. Aber ich werde jetzt erstmal gucken, wie sich das verhält. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal abwarten, aber es ist heftig geworden. Also ich hätte niemals gedacht, dass es so gut wird. Ich habe keinen Grünstich und nichts. Ich werde euch definitiv auch in meinem Tageslicht morgen filmen. Aber es ist krass geworden. Ich bin wirklich schockiert, wie krass gut das geworden ist. Ich muss meine Augen noch zu Ende abschminken, aber wow. Wow. Ich dachte mir, ich zeige euch die Farbe auch noch mal im Tageslicht. Es sieht halt wirklich tausendmal dunkler aus, als es ist. Ich kann euch auch nicht erklären, woran das liegt, aber ihr seht hier meinen Ansatz. Hier sind zwischendrin immer noch so ein paar Stellen ein bisschen heller und gerade hier vorne diese eine Strähne,
stört mich sehr. Die hat halt noch diesen leichten Orange-Schimmer, den es vorher auch hatte. Aber an sich, finde ich, ist es wirklich gut geworden. Ich bin mir halt ein bisschen unsicher, weil unten, es wirkt halt, je nachdem, wie das Licht fällt, leicht grünlich. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, aber es ist halt wirklich ein sehr aschiger Ton. Und meine Naturfarbe ist ja auch sehr aschig. Und ich weiß nicht, vielleicht werde ich nochmal zu einem Friseur gehen und das ein bisschen auskorrigieren lassen. Aber für jetzt gerade bin ich erstmal happy. Ich werde auch erstmal gucken, wie sich das in den nächsten paar Tagen und Wochen entwickelt, wenn ich meine Haare wasche. Und ja, jetzt seht ihr es eigentlich ganz gut. Also es ist nicht dunkel-dunkel, es ist auch kein dunkelbraun oder so. Aber es ist halt einfach wie meine Naturhaarfarbe und ich muss mich halt selber erstmal dran gewöhnen. Übrigens, das ist mein Haarergebnis nochmal im Tageslicht und hier seht ihr halt exakt, was ich meine. Also unten ist es halt komplett grün gefühlt. Jetzt seht ihr es auch richtig gut in dem Licht. Ist eine richtige Katastrophe und ja, ich habe jetzt einmal gewaschen währenddessen. Und da seht ihr halt meinen Ansatzton und ich möchte halt wirklich, dass mein Ansatzton, oh mein Gott, das sieht so grün aus, so schlimm um mein Gesicht, ich bin komplett angeschwollen, egal. Auf jeden Fall werde ich heute oder morgen mal mit dem Vitamin C waschen. Ich überlege das Ganze sogar heute zu machen, weil ich morgen einen Splitschnitt machen wollte und dementsprechend dann das, was morgen noch anfällt, so gesehen, direkt, nee, das, was heute noch anfällt, direkt mit rausschneiden kann, weil meine Haare sind ein bisschen trocken, ein bisschen splissig und ich glaube, die freuen sich über einen Splitschnitt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf meinen Termin und ich bin gespannt, was das Vitamin C Shampoo macht. Ich werde mich erstmal langsam rantesten, denn sie meinte zwar, ich kann es eine Stunde drin lassen und ich weiß auch, dass man das so lange drin lassen kann, aber ich glaube, ich werde erstmal so 20 Minuten, weil ich habe jetzt eine Packung geholt, das wird ja wohl für zwei Anwendungen reichen und wenn ich merke, so hey, kann noch ein bisschen, dann werde ich auf jeden Fall ein zweites Mal drüber gehen und das Ganze auch ein bisschen länger einwirken lassen, aber ich mache erstmal langsam. Ich dachte mir, ich drehe euch jetzt nochmal das Ende zum ich färbe meine Haare, denn ich war am Ende nicht ganz zufrieden und ich weiß nicht, ob man das an dem Abend nicht gesehen hat. Ich habe ja auch extra gesagt, ich habe keinen Grünstich. Aber Leute, ich hatte den krassesten Grünstich, den ich in meinem Leben in meinen Haaren hatte. Das war wirklich verrückt. Also als ich dann tagsüber im Licht stand, ich dachte mir so, oh mein Gott, was ist das? Und ich habe meine Haare jetzt mit Vitamin C behandelt. Dazu habe ich euch ein separates Video abgedreht. Das kommt auch noch online. In dem sage ich euch auch, was ich benutze, wie ich es benutze, wie lange ich es habe einwirken lassen. Denn ihr wisst mittlerweile, ich bin sehr, sehr vorsichtig, was meine Haare angeht. Das war auch der Grund, weshalb ich am Anfang Probesträhnen gemacht habe. Ohne die Probesträhnen hätte ich die Farbe niemals auf meinem gesamten Kopf angewendet. Dennoch bin ich ein bisschen traurig, dass es so geendet ist von der Farbe her und dass ich jetzt wirklich nochmal Vitamin C anwenden musste. Es geht vom Farbton her. Es hat meiner Meinung nach nichts mit meinem Ansatz zu tun. Also mein Ansatz ist viel, viel dunkler als meine Länge. Aber ich denke, ich werde das in friseurliche Hände dann doch geben, weil ich kriege es einfach alleine nicht hin. Es war ein Versuch wert. Ich bin auch nicht traurig darüber, weil ihr wisst mittlerweile, ich habe seit einer Ewigkeit meine Haare nicht mehr gefärbt. Das letzte Mal beim Friseur. Und ich habe nur noch auswaschbare Tönungen benutzt, wo ich mir wirklich mit sicher war. Und dementsprechend, ich bin stolz auf mich, dass ich es gemacht habe und mich auch gewagt habe. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt selber tun. Jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, würdest du die Haarfarbe empfehlen? Nein, weil ich nicht weiß, ob es daran lag, dass ich beide Farben gemischt habe, ob eine Farbe diesen Ton hatte, ob es an meinem Unterton lag. Und dementsprechend, ich würde das Risiko nicht nochmal eingehen. Und es macht mich sehr traurig, dass ich das vorher in der Probesträhne nicht gesehen habe, weil ich dann keine Farbe benutzt hätte. So, ich hoffe, dass ich hiermit jetzt auch jede Frage beantworten konnte. Und würde sagen, das war's mit dem Video. Danke sehr fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.